Kim Jong. Herzlich willkommen bei TV Total. Heute mit einer neuen Folge von Elton Song und natürlich mit neuen SSDS-GPS-Kasten. Außerdem zu Gast Scooter. Und hier ist Ihr Gastgeber Stefan Raab. Sehr freundlich von Ihnen. So, heute Abend haben wir wieder interessante Sachen für Sie. Und ich möchte mich erstmal beklagen. Ja? Das ist ja eine Unverschämtheit, was uns in diesem Boulevardmagazin da tagtäglich vorgesetzt wird. Das wird ja immer schlimmer. Habt ihr mal Boulevardmagazine gesehen in letzter Zeit? Explosiv, exklusiv. Ja? Da war man das ja gewohnt bei Explosiv und bei Exklusiv, dass Frauen ihre Brüste zeigen, schon im Nachmittagsprogramm. Ja, aber jetzt seit neuestem auch bei Brisant, ja, in der ARD oder Hallo Deutschland im ZDF. Wundert mich, dass die Sendung noch nicht heißt Hallo Deutschland Tittenzeit, ja. Es ist echt brutal. Dann immer diese fingierten Storys, wo nichts wahr ist, wo so die Stimme sagt, Frauke und Caroline finden, dass ihre Brüste zu klein sind, ja. Sie treffen sich gemeinsam in Fraukes Wohnung und schauen mal, ja, und dann geht das schon los. Dann stehen die erstmal vorm Spiegel die ganze Zeit und machen so, dann findest du hier, sag mal, findest du, und natürlich alles gefilmt, ne? So, erstmal eine halbe Stunde lang, sag mal, hier, das ist doch viel zu klein, guck mal hier. Findest du, ja, finde ich auch, lass mal sehen, ja, du findest ich auch zu klein, ja, ist ja, So, und dann sagt die eine, ja, also wenn du dir die operieren lässt und das klappt, dann lasse ich meine auch operieren. Dann gehen die beiden zum Arzt, so, und der Arzt auch erstmal, da muss ich erstmal gucken, kann ich mal sehen, ja, hier, oder, ja, ja, sehr gut, ne, finde ich zu klein, da kann man was reinmachen. Wie ist denn bei Ihnen? Ah ja, okay, okay. So, und dann wird die OP durchgeführt, dann gibt es so einen Schnitt, zwei Tage später, ja. Und dann wird erstmal wieder vor dem Spiegel, ah ja, jetzt ist gut, so, sehr schön, okay. Und dann gehen die noch zu ihren Freunden, Bekannten, Verwandten, ja, und machen auch wieder hier, unfassbar. Im Nachmittagsprogramm mittlerweile, im Vorabendprogramm. Und wir haben aber festgestellt, Titten bringen überhaupt keine Quote, ja. Sehen wir doch an Elton, ja. Titten bringen keine Quoten, ja. Wir haben lange hier rumexperimentiert. Aber warum erzähle ich Ihnen das? Es ist echt bei Hallo Deutschland, ein Nachmittag mit Gina Wald in der Sauna. Solche Sachen zeigen die da mittlerweile. Ja? Dafür zahlen sie Gebühren, meine Damen und Herren. Und dann, warum erzähle ich Ihnen den ganzen Quatsch? Weil ich Ihnen passend dazu den nächsten Ausschnitt zeigen möchte. Sat.1 Blitz. So, an einer Tankstelle kommt eine als Nikolaus verkleidete Frau, ja, wisst ihr, so auf lustig Nikolaus, nicht so echt Nikolaus, so auf lustig, ja, und die geht dann zu den Leuten hin und sagt, hier, wollen Sie lieber 5 Euro oder eine erotische Überraschung, ja, hält sich so den Mantel zu, dass man kaum ahnen kann, dass sie gleich macht. So, und jetzt passen wir mal auf, wie die Autofahrer reagiert haben. Und zwar bin ich die Nikoläusin und habe mir eine kleine schöne Überraschung ausgedacht, da ja alles sehr, sehr viel teurer geworden ist, für Sie auch der Sprit natürlich. Ja. Und jetzt haben Sie die Wahl zwischen 5 Euro oder einer schönen erotischen Überraschung. Was möchten Sie gern? 5 Euro. 5 Euro, sicher? Na gut, bitteschön. Ja. Sehr schön. Was möchten Sie gern haben? Nehme ich lieber die 5 Euro. Sicher? Ja. Na gut. Bitteschön, viel Spaß damit. Schönen Dank. Sind Sie trotzdem daran interessiert zu erfahren, was die erotische Überraschung gewesen wäre? Gehen wir an Sie. Richtig? Möchten Sie es sehen? Nein, nicht unbedingt. Sehr gut, oder? Ja.
Freut mich, dass die Autofahrer, die der jungen Dame die Mütze gestohlen haben, heute Abend zu uns gekommen sind. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich meine, wie viel, also ich habe manchmal den, ja. Haben Sie vielleicht auch eine erotische Überraschung für mich? Ja. So. Super, oder? Nö, lass mal, lass mal. Ich hätte noch 5 Euro für Sie. Dann, wenn Sie dann sagen, dass Sie, nein, lassen Sie es. Ich will Sie nicht sehen, ja. Oder der Typ hat einfach nur Angst gehabt, dass sie unter dem Mantel seine Frau versteckt. Ja. Nee, keine erotische Überraschung, habe ich schon genug, brauche ich nicht. So, ja, jetzt eine Sendung, die absolut tittenfrei ist, meine Damen und Herren. Sabine Christiansen, kennen Sie vielleicht, und in der ARD. Und da war zu Gast Daniel Cohn-Bendit und hat einen tollen Versprecher. Schauen Sie hier. Aber Sie wissen ja, es gibt Stadtteile, wo Reiche wohnen, und es gibt Stadtteile, wo Leute wohnen, die kein Geld haben. Wenn der finanzielle Ausgleich nur durch die Elstern passiert, ist es Katastrophe. Ja, verstehen Sie? Wenn der finanzielle Ausgleich nur durch die Elstern passiert. Und da habe ich mich gefragt, was hat denn Carsten Spengemann damit zu tun? Ja? Und dann noch was Tolles von den NTV-Nachrichten. Wer sonst, meine Damen und Herren, als die coolste Sau von NTV? Manfred Bleskin war mal wieder extrem entspannt. Schauen Sie hier. Präsentiert den Sport in NTV. Dieter, ich danke dir. Ja, meine Damen und Herren, es geht weiter mit dem Sport, und der Sport ist live bei NTV. Das ist toll, oder? Dieter, ich danke dir. Wir wissen nicht, was Dieter gemacht hat. Wir wissen nicht, was Dieter gemacht hat, aber wir sagen auch mal einfach danke, Dieter. Danke, Dieter. So, dann was Tolles von Oliver Geissen. Da habe ich eine junge Frau gesehen. Ja, die hat sehr verworrene Familienverhältnisse. Schauen Sie mal, ob Sie herausfinden, was die junge Dame eigentlich meint. Hallo Christine, schön, dass du da bist. Erzähl mir bitte, worum es geht. Was ist passiert? Ja, ich möchte gerne wissen, ob von meinem Freund, ob er die Tochter ist von seiner Ex-Freundin. Ob der Freund die Tochter von seiner Ex-Freundin ist? Schwierig. Hört sich kompliziert an. Ist auch kompliziert. Ja. Ich glaube, der Freund ist ja viel eher, ist ja die Mutter von seiner Ex-Freundin. Ja? So, und dann was Tolles vom Bayerischen Rundfunk, meine Damen und Herren. Schön war die Zeit, heißt die Sendung. Und kann man sich gar nicht vorstellen, dass da Roberto Blanco auftritt. Und Roberto Blanco erzählt eine lustige Anekdote aus seinem Leben. Bitteschön. Roberto, es ist sicher, ich weiß vieles von dir. Ich weiß, welche Erfolge du hast im Showgeschäft. Aber ursprünglich war es doch so, du wolltest doch mal Medizin studieren. Ist das nicht so? Also es ist so, das war der Wunsch von meinem Vater, ich sollte Frauenarzt werden. Ach. Da wäre uns einiges erspart geblieben, oder? Zumindest uns Männern. Ja, Dr. Roberto Blanco, der Mann, dem die Frauen vertrauen. Hallo. Ein bisschen Spaß muss sein, guten Tag. Kann ich für Sie tun? So, geht aber noch weiter, passen Sie auf. Also es ist so, das war der Wunsch von meinem Vater, ich sollte Frauenarzt werden. Ach. Aha, das besagt alles, meine Damen und Herren. Ist doch klar, nicht? Ja. Vorsicht, Vorsicht. Haben Sie Probleme? Können diese Hände lügen? Also meine Damen, wer ein bisschen Beschwerde hat, in meine Garderobe. Umsonst. Ach so. Umsonst heute. Umsonst heute. Ja, toll, oder? Roberto Blanco. Umsonst heute, hätte er nicht sagen sollen. 20 Omas nachher vor der Garderobe. So lustig, ich stelle mir so die Praxis von Roberto Blanco mit so ein bisschen Bohle im Wartezimmer, ja, und ein paar Luftschlangen, weißt du, dann kommt so ein bisschen Spaß mit so einem Hämmerchen, zack, ja, toll. Roberto Blanco, Frauenarzt, eine tolle
Idee, oder? Ja. Jetzt kommen wir wieder zu unserem tollen SSDS-GPS-Casting. Nochmal für Sie, falls Sie nicht wissen, was das soll. Wir suchen den Grand Prix Superstar. Wir suchen einen Künstler oder eine Künstlerin, die wir nach Berlin zur Vorausscheidung des Eurovision de la Grand Prix de la Chanson schicken. Und ja, wir haben schon tolle Kandidaten gehabt. Es gibt viele Kandidaten, wo wir sagen, ja, hier. Leck mich im Arsch. Ja? Es gibt aber, nee, es gibt aber auch viele, wo wir sagen, hier. Hallo. Ja? Und es gibt natürlich aber auch einige, wo wir sagen. Tolle Kandidaten dabei. Also ich finde, das Niveau ist schon relativ hoch. Also sehr viele gute Sänger. Ich habe das Gefühl, das sind alle die, die gesagt haben, ja, ich würde gerne zu Deutschland, such den Superstar, aber ein Lied von Dieter Bohlen möchte ich nicht singen. Ja? Und die haben sich bei uns vorgestellt. Hier mal wieder ein kleiner Zusammenschnitt vom gestrigen Tage und teilweise auch vom heutigen Tage. Bitte schön. Einmal rechts gucken, links und anfangen. Manuela, 31, Seligenstadt, Industriekauffrau, Pitch Control, Silence. You are the hiker of the night. You have searched for a fight. Kann ich jetzt? Ja. Hi, Stevie, ich bin Ophelio. Nochmal. Hi, Stevie, ich bin Ophelio. Hier ist nicht Stevie. Außerdem für dich immer noch Herr Raab. Loving you. Hallo, mein Name ist Katharina. Ich bin 21 Jahre und komme aus Dornbirn. Der Titel heißt Let It Rain von Amanda Marshall. Wieso? Die Haare sind doch schön nass. Let it rain, let it rain on me. Home just like a prayer, no choice can take me there. Just like a muse to me, you are a mystery. I've been going crazy, thinking of the time you always on my mind. Hallo? Beruf, Straßenmusiker. Es war ein Sonntagabend auf einer Autobahn. Ich war bei meinen Eltern und ich wollte zu Freunden fahren. Siento celos, de seguros que son celos. El amor es tan tranquilo como un bes. Hello, my name is Rosabelle. I am 26. I live in Cologne and I'm a mommy. Entschuldigung, kannst du noch mal? Ich konnte mich gerade echt nicht konzentrieren. Hallo, ich bin Jeroen, komme aus Holland. Hallo. Und singe für euch Barry Manilow, Mandy. I remember all my life, raining down as cold as ice. A shadow of a man, a face through the window. Flying in the night. Ja, hallo. Mein Name ist Michael. Ich bin 28, komme aus Wien. Mein Beruf ist Bildungsutopist und Philosoph. Oh Mann. Und das Lied, das ich jetzt singen werde, ist das Medley des Wahnsinns. Ach du Scheiße. Dafür bist du aus Wien gekommen? Moment, das müssen wir uns nochmal mit unserem Spezialequipment anhören. Hallo, Junge, denkst du an meine Nieren, die? I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Dum da dum da dum da dum da dum da dum dum. Angel singing in my mind. Snowflakes falling down so bright. And running for shelter. And water beside.
Gleich ist vorbei. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Tschüss. Weit gut. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing. Don't mean nothing, hon, if it ain't free. When I'm dreaming, summer dreaming when you're with me. Hi. Hallo. Hast du noch eins? Nee. Mhm. Kann ich gehen? Jo. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ja. Tolle Kandidaten. Ja, wir zeigen Ihnen gleich noch ein paar mehr. Die werde ich dann zusammen mit unseren musikalischen Fachgästen von Scooter beurteilen. Und ich weiß nicht, ob Sie die letzte Kandidatin gesehen haben. Die hat ja ganz, ganz okay gesungen. Aber was ich viel besser fand, die konnte Bauch reden. Dann haben Sie das gesehen? Ich zeige Ihnen das nochmal. Schauen Sie mal. Hallo. Hast du noch eins? Nee. Mhm. Kann ich gehen? Jo. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ich habe nichts, kann ich wundern. Hallo, kann ich gehen? Kann ich gehen? Ja, du kannst gehen. Hallo, hallo. Super, oder? So, meine Damen und Herren, junge Männer, die es schon geschafft haben und die auch beim Grand Prix, bei der Vorausscheidung teilnehmen werden. Das ist das Spektakuläre dieses Jahr. Viele bekannte Acts dabei. Und die kürzlich auch bei unserer Wok-Weltmeisterschaft dabei waren, sind heute hier. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie recht herzlich Scooter! Der letzten 10 Jahre, oder? Ja. Die erfolgreichste Band, kann man eigentlich sagen. Ihr seid die Einzigen, die noch so übrig geblieben sind aus dieser ganzen, ja, aus dieser ganzen Dance-Pop-Geschichte. Die meisten kommen kurz, singen 2 Lieder und gehen wieder. Tja, du hast es auch mit der Wok-WM nicht geschafft, uns auszulöschen. Ja, ich hab's ja probiert. Die Nase ist wieder verheilt, oder? Die Nase ist wieder dran, alles läuft. Ja. Du hast ja die Nase schwer verletzt. Und was ich hab's ja selbst erst eigentlich aus der Zeitung erfahren. Ja. Du hast dir die Schulter gebrochen beim Wok-Rennen. Ja, also ich dachte, alle kümmern sich nur noch um Ricks Nase. Das kann ja auch nicht wahr sein. Lässt mal Röntgen. Und Tatsache war gebrochen. Weil du hattest Schmerzen, oder was? Ja, ja, ich dachte, es sei nur eine Prellung und so, ja, harmlos, aber ist eigentlich schon wieder fast verheilt. Ach so, man muss das dann nicht operieren oder gipsen? Ja, erst hieß es, ich soll operiert werden, dann meinte der Arzt, ich bin extra nach Heidelberg, dann meinte er, der Bruch sei zu alt. Ja, ja, toll. Ja, tut mir leid, das ist, der Arm wird steif, entschuldige. Ja? Müssen Sie halt mit rechts, hyper, hyper. Ja. Wäre vielleicht auch gut, wenn er in dieser Stellung versteift wäre, oder? Hyper, hyper! Aber es tut nicht mehr weh, oder? Hoffentlich ist bis zur nächsten Wok-WM wieder gehabt. Ja, da arbeiten wir natürlich jetzt drauf hin. Ich bin beim Physiotherapeuten und der macht ordentlich. Ja, aber du bist jetzt keiner, der sagt, ich fahre deswegen nicht mehr mit, oder? Nein, um Gottes Willen. Ja, also da wäre ich aber auch enttäuscht gewesen. Ja.
Ihr habt ja, als ihr das letzte Mal hier waren, schon. Was hast denn du für eine Brille an? Das ist ja unfassbar. Ja, das sieht ja total. Schweizer vom Hobby her. Freaky, ja, so eine Schweizerbrille. Aber mit so, lustigen, modischen Accessoires. Oxidationen. Ja. Du hast es privat auch so rum oder nur heute Abend jetzt? Privat eigentlich nicht so. Nö, heute Abend dachte ich mir, mache ich mal was Besonderes, Ausgefallenes. Das ist schick. Extra. Genau. Das ist extra mal schick gemacht. Macht jetzt beim Grand Prix, bei der Vorausscheidung mit. Ja. Ja, ich finde das ja gut, dass da jetzt so viele bekannte Leute teilnehmen. Wir suchen ja hier auch jemanden. Ich sehe schon, die Chancen stehen schlecht. Nein, ich glaube, ihr seid die absoluten Favoriten. Weil wenn ihr es zur Endausscheidung schafft, ihr seid ja in ganz Europa, seid ihr ja eine Riesennummer. Da habt ihr, wenn ihr es schafft, dann habt ihr eine Riesenchance zu gewinnen. Oh. Das glauben die meisten ja gar nicht. In Osteuropa seid ihr ja angesagt, in Mitteleuropa und sogar in Asien. Ja. Aber die dürfen ja nicht mit abstimmen. Schade. Nee, deswegen glaube ich, tut mir ein bisschen Gefallen. Ja? Ich hoffe, dass das eine sehr lustige Veranstaltung wird. Mir geht es ja gar nicht darum, dass unser Teilnehmer da gewinnt. Mir geht es darum, dass es eine lustige Veranstaltung wird. Ja. Lasst euch nicht von der Presse ins Boxhorn jagen, die dann sagen, hier sagt mal, die anderen sind scheiße, dann kann ich denen das morgen sagen. Dann sagen die wieder, ihr seid scheiße. Und so machen die das vorher immer, weißt du? Sag euch nur mal vorher. Ihr müsst mal sagen, alle sind Dufte. Hauptsache, das wird ein lustiger Abend. Okay, ja? Dann wird's auf jeden Fall. Wenn ihr nach Istanbul fahrt, komme ich trotzdem mit. Ja. Spiele ich bei euch Schlagzeug in der Band. Ja. Ach, ihr habt ja gar kein Schlagzeug, ne? Kommt ja alles aus dem Drumcomputer. Ja. Dann tue ich aber so, als würde ich Schlagzeug. Würdet ihr mich mitnehmen? Ja, oder mal mit der Band. Wie wäre das denn? Ihr müsst bei uns mal live musizieren. Ihr müsst mal live musizieren. Das ist Scooter mit Liveband. Scooter unplugged. Super. Ja, das funktioniert. Ja. Da kannst du, ja. Lass uns das mal machen. Scooter unplugged, das finde ich super. Ihr habt das ja einmal gemacht, damals lange her, vor fast 10 Jahren, als ich noch bei Viva war. Habt ihr bei Mal gucken, habt ihr eine Stimmt. Nummer. Wie hieß das noch? Her. Das war Move Your Ass. Move Your Ass habt ihr gespielt, genau. So, dann gucken wir uns mal jetzt weitere 4 Kandidaten an. Ihr habt ja Ahnung von Musik. Tolle 4 Kandidaten für unser SSDS-GPS-Casting. Und ich bin gespannt. Aber jetzt nicht sagen, hier, den weiterkommen lassen. Dann, nee, die nehmen, die nichts können. Weißt du, nur damit eure Chancen besser werden. So, okay, dann bitte, erster Kandidat. Wer lauter schreien kann, du oder? Klamotten waren ein bisschen komisch irgendwie, aber und die Sprache konnte ich auch nicht so identifizieren. Das war Jigga Jigga. Nein. Ja. Aber kann man zumindest mal wieder einladen, oder? Also da ist Potenzial. Ja? Bei uns ist ja Hauptsache, die Leute können gut singen, nicht Hauptsache, sie können sich gut kleiden. Ja? Ach so. Das sieht man ja schon an mir, dass darauf hier nicht ankommt. Ja, wir gucken uns noch den ein oder anderen Kandidaten an aus unserem SSDS-GPS-Casting. Ja, hier, das war eine Gruppe. Schauen Sie her. When they gonna see me now, you? Oh. When they gonna be duckling now, me? Oh. As for a jacket living on? Oh. When they believe only mama that you're to mine. When there be any trouble, mama, job please to be mine. So take a banana and let me song. Don't be chastising me around. Oh yeah, don't be dropping the nami. Oh, let me cycling the dropping. Oh yeah, we dance ball right. Don't you hear it? Dance ball right. Hear me no money, dance ball right. To step back in the two-step. Yeah. Die habe ich jetzt noch schwieriger verstanden. Die habe ich noch schwieriger verstanden jetzt. Ja. Und?
Was sagst du? Ja, hat er auch was. Das ist von ja, ja, es hat irgendwie. Rhythmus, ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass Boyz II Men mal so weit kommt, dass sie hier bei uns. Ja, ist sehr speziell, oder? Mhm. Ja, aber nicht schlecht. Ja, ich, ja, ja, nee, natürlich. Ja, 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 ja. Im Hintergrund, die haben mir gut gefallen. Nimm mal. Genau. Dann haben wir noch einen, Bernhard. 31 singt Sorry seems to be the hardest word. Bitte schön. What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. It's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Scheiß Jacke, würde ich sagen. Ja, bitte! Ja. Ja, ich bin sprachlos. Ich merke schon, dass es. Ich bin nicht ergriffen. Och, Elton John hätte seinen Spaß gehabt, glaube ich. So. Ja, aber na, das ist natürlich, das ist nicht gut genug. Da muss man sagen, also, netter Typ, aber irgendwie der ist ja. Falscher Titel. Ja? Falscher Titel. Wir haben noch eine junge Frau, die singt das gleiche Lied wie die erste junge Frau, die wir gesehen haben, nämlich Respect von Aretha Franklin. Das ist Olivera, 19. Bitteschön. What you want, baby, I got what you need. You know I got it. All I'm asking is for the respect when you get home. Hey, baby, when you get home, Mr. R-E-S-P-E-C-T, find out what it means to me. R-E-S-P-E-C-T, take care of E-C-P. Oh, the respect. Ja. Okay. Die war mal tief, würde ich sagen. Ja, ne? Also kann man mal einladen. Kann man einladen. Kann man zum Recall einladen. Würde ich, glaube ich, wieder einladen. Aber mit der hinten zusammen. Die hat mir gefallen. Ja. Die muss dabei sein, finde ich, oder? Ja, das die gehört schon dazu. Das ist im Prinzip wie die Jungs für dich. Weißt du? Hier, hey, Jigga, Jigga. Aber so machst du doch immerhin. Ich sehe dich doch immer an deinem Keyboard da stehen. Nee, das geht anders. Das geht so. Ja, so geht's immer. Und vor allem Jigga, Jigga hat eine ganz spezielle Bewegung. Ja, und fliegt immer die Zunge raus. Mach mal, Rick. Fliegt die Zunge raus und die Brille runter. Mach mal. Die Zunge. Mit ja. Ja. Ihr geht jetzt wieder auf Live-Tour, große 10-Jahres-Jubiläumstour. Mhm. Ja. Ab Mitte Januar. Ja, ich habe auch 10-jähriges Jubiläum. War auch genau am 24. Dezember vor 10 Jahren war ich das erste Mal bei Viva zu sehen. Ja, och. Kannst du mal sehen. Und jetzt bin ich. Damals ging es mir auch so. Ich kam rein und dann sagten die: Bist du hier? Ich bin aber immer noch da. So, meine Damen und Herren, ihr bleibt noch ein bisschen hier bei uns sitzen. Jo, ja? Denn jetzt kommt ein junger Mann, der wieder gezockt hat, meine Damen und Herren. Hier ist Elton. Ja. Hallo. Elton. Das ist ein Scooter-Shirt. Ja, das ist super. So. Ah, Jigga, Jigga. Ja. Easy now. Ja. Ist das ein Scooter-Shirt? Ja. Ihr Schweine? Das ist ein Merchandising-Artikel von euch. Ja. Gibt es einen Song von euch, der so heißt? Nee, aber so ein Abschiedsgruß. Das fing mal an, irgendwann hatte ich mal gesagt, ihr seid ja alle wahnsinnig. Und da hatte ich so ekstatische Resonanzen, ja. Dass ich dachte, ich steigere das noch mal. Und dann habe ich zum Schluss nach Posse, glaube ich. Ja. Ihr Schweine! Und dann wollten alle, da hatten wir so ein Werbet-T-Shirt und dann wollten das alle haben, dann haben wir das gleich ins Programm aufgenommen. Ach, kannst du mal sehen hier. Ja. Wie wär's denn mal hiermit? Leck mich im Arsch! So, ey, zu dir. Ja. Zu dir. Heute Abend zu dir, ja. Du hast wieder gezockt.
Ich habe wieder gezockt, doch bevor wir die mal zeigen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, wir haben ja ein super, super Event am Wochenende, und zwar in Essen. Und zwar zocken wir da ja um Autos. Und nicht um irgendein Auto, sondern um einen Ford Streetcar. Also nicht nur ein, sondern insgesamt sogar fünf. Also wenn, falls die Leute gewinnen. Ja. Wenn sie verlieren, ist sie ihre also Karre weg. Mal, wir spielen auf jeden Fall fünfmal. Jeden Tag werden wir nächste Woche dann ein Spiel zeigen. Also die kommen dann mit ihrem Auto hin. Und glaube ich, wichtig ist, das Auto muss noch ein Jahr TÜV haben, ja. Ganz, ganz wichtig. Und mindestens schon 3 Monate auf den Namen zugelassen sein. Noch nicht, dass sie mit ihrer Schrottkarre da hinkommen. Ich habe schon überlegt, selber da mal mitzuspielen. Das wäre mal lustig. Kann ich gegen mich selber Arm drücken spielen oder sowas? Wieso denn gerade in Essen? Das darf ich nicht verraten. Ach so. Ah, vielleicht, weil das ein großer Schrottplatz ist. Vielleicht. Ja. So, ja, aber wir haben auch diese Woche gezockt, und zwar in meinem, um meinen Lieblingsort. Bitte? Wir haben diesmal auch gezockt, um meinen Lieblingsort. So. Nicht die Vorratskammer, die Küche. Ja. Und das ist sehr, sehr lustig geworden. Dann gucken wir uns das mal an. Ja. Herzlich willkommen zu Eltenzock, das Spiel, bei dem Sie viele gewinnen, aber auch viel verlieren können. Heute spielen wir um meinen Lieblingsplatz im Haus. Nein, nicht die Vorratskammer, die komplette Küche. Magda, Magdalena und ich machen uns jetzt auf die Suche nach neuen Kandidaten. Auf geht's! Guten Tag, wir wollten uns mal Ihre Küche anschauen. Nee, heute nicht. Warum nicht? Nee, weil ich am Umräumen bin. Ja, wie wär's, wenn Sie, um Gottes Willen. Wie wär's, wenn Sie zum Beispiel gleich alles in eine neue Küche umräumen? In eine neue Küche, da kommt man rein. Ja, aha. Wir müssen natürlich drum spielen. Haben Sie Elton Zock schon mal gesehen? Nee. Haben Sie noch nicht gesehen? Nee. Ich habe eine Küche für Sie im Angebot. Wenn Sie gewinnen, kriegen Sie eine niegelnagelneue Küche. Und was muss ich dafür tun? Sie müssen, Dart kennen Sie ja vielleicht, ja, diese ja. Scheibe. Und ja. wir spielen sozusagen Klett-Dart. Wir haben so Wollteile und die werfen wir auf diese Scheibe. Und wer am dichtesten in der Mitte landet, hat gewonnen. Ja, können wir mal ins Wohnzimmer gehen? Das sind eigentlich die Grundregeln. Allerdings, was glauben Sie, was passiert, wenn ich gewinne? Ich kann ja auch gewinnen. Ich weiß es nicht. Dann kriege ich quasi Ihre Küche. Was wollen Sie mit meiner Küche? Das ist dann ja mein Problem. Also, wollen Sie spielen? Ja, ich spiele mal mit euch. Und hier ist meine Kandidatin. Neben mir sitzt jetzt Frau Kehlenbach, richtig? 62 ja. Jahre alt, ja. Rentnerin. Von Beruf. Von Beruf. Und ja, Sie sind gerade im Begriff, vielleicht Ihre Küche zu verlieren. Aber Sie können aber auch eine niegelnagelneue Küche gewinnen. Und so könnte die Küche vielleicht aussehen. Du zockst um eine Alno-Küche deiner Wahl. Küchen geben dem Leben Raum. Schaff ihn dir für gemeinsame Fernseherlebnisse mit TV Total. Der Alno-Küchengutschein im Wert von 5000 Euro gehört dir, wenn du gegen Elton gewinnst. Alno wünscht toi toi toi. Mehr Informationen unter www.alno.de. Wir gehen jetzt mal raus zu Herrn Tietz, der uns die Spielregeln erklärt. Wir spielen Klettball-Dart. Ziel ist es, die Bälle möglichst nah am Mittelpunkt zu platzieren. Jeder Spieler hat 3 Würfe, die abwechselnd gespielt werden. Wer näher am Mittelpunkt ist, gewinnt. Verstanden? Oh, das wird schon, ist eine schwierige Entscheidung, wer da dichter ist. Oh je. Frau Kehlenbach, bitte die Dartscheibe treffen. Das war der Siegpunkt. Tut mir leid. Die Küche ist unsere. Ja, die können Sie haben. Dann gehen wir mal wieder rein. So, Frau Kehlmer hat jetzt noch ein bisschen sauber gemacht, spült auch noch ein bisschen. Und ich sag jetzt mal, es kann losgehen. Der Vollstrecker, bitte. Guten Tag. Tag, die Herren. So, ich, ich mach den...
I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit. Na, der Job, den wir hier zu erledigen haben. Jetzt habt ihr einen fiesen Job, den würde ich sofort kündigen. Wollen Sie vielleicht gleich noch im Abwasch, wenn wir schon hier so eine neue Küche haben? Wenn, Vorsicht, tun Sie sich nicht weh. Wenn Sie gewinnen, kriegen Sie eine nagelneue Küche. Und wenn Sie gewinnen? Wenn ich gewinne, bekomme ich Ihre Küche. Sie können sie mitnehmen, wenn ich verliere. Ja? Ja. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder auf der Spielwiese. Ich sag mal toi, toi, toi. Ein Ball und danach werfe ich erstmal. Ja? Ja, letzter Wurf ist so. Wir haben eine neue Küche gewonnen. Dankeschön. Ich freue mich riesig. Ich sehe ja schon. Können wir gleich den Gruß teilen. Jetzt muss man nur noch kochen können, ne? Ja, toll. Eine neue Küche gewonnen. Sensationell. Küche gewonnen. Aber wie gesagt, nächste Woche geht's um Autos. Das war's dann für heute, meine Damen und Herren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schauen Sie uns morgen wieder zu. Tschüss, bis morgen. Scooter!